S-Bahn Rhein-Ruhr verbindet die Metropole Rhein-Ruhr zwischen Dortmund und Düsseldorf, Hagen und München-Gladbach und viele andere Regionen. Die S-Bahn Rhein-Ruhr hatte früher auch noch Linien in Köln, das heißt die S12, die S11, die S12, die S13, die S19. Die haben sich aber jetzt zu einer eigenen Firma gegründet, das ist jetzt die S-Bahn Köln. Und jetzt gehören folgende Linien zur S-Bahn Rhein-Ruhr. Die Linie S1, die Linie S2, die Linie S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S28 und S68, die im Berufsverkehr fährt. Die meisten Linien fahren alle 15 Minuten oder alle 20 Minuten an Werktagen oder alle 30 Minuten. Hier sehen wir gerade eine S1 nach Dortmund. Und ich stelle euch die S-Bahn Rhein-Ruhr in diesem Video genauer vor. Wie gesagt, früher gehörte die S-Bahn Köln noch zur S-Bahn Rhein-Ruhr. Aber die haben sich zu einer eigenen Firma gegründet. Die S-Bahn Rhein-Ruhr und S-Bahn Köln gehören natürlich trotzdem beide zur Deutschen Bahn. Die S-Bahn Köln ganz, die S-Bahn Rhein-Ruhr hat aber jetzt auch ein paar Linien an Abellio abgegeben. Das heißt, die im Deutsche Bahn besitzt die S1, S4, S5, S6, S8 und S68. Und Abellio besitzt die Linien S2, S3 und S9. Die Linie S7 wird auch von Abellio betrieben, aber auch schon etwas länger. Und die Linie der S8 und die Linie S28 gehört zur Regiobahn. Die am Werktagen fahren die S-Züge der S1 alle 15 bis 30 Minuten, genauso wie die Züge der S2 und S4. Die S3 fährt durchgehend alle 30 Minuten. Die S5 fährt von Dortmund nach Witten alle 30 Minuten und weiter bis Hagen alle 60 Minuten. Die Linie S6 fährt alle 20 Minuten, so wie auch teilweise zwischen Duisburg und Solingen die S1. Die Züge der S8 fahren alle 20 bis 60 Minuten, an Wochenenden alle 30 Minuten und die S7 fährt alle 20 Minuten. Und die Züge der S28 fahren auch alle 20 Minuten. Dabei hat die S-Bahn Rhein-Ruhr auch noch Zukunft, und zwar wegen S28. Wir sehen jetzt eine S6 nach Köln-Wochenenden. Ich stehe hier gerade am Essener Hauptbahnhof. Genau, die S-Bahn Rhein-Ruhr macht Zukunft, vor allem bei der S28. Und zwar wird die S28 bald von Mettmann stadtweit bis Wuppertal-Vohwinkel verlängert und in die andere Richtung von Karstersee, beziehungsweise also generell von Karst bis Pürsen verlängert. Sonst gibt es jetzt wenig Zukunft. Die S-Bahn Köln hat noch viele Zukunft, hat noch Zukunftspläne. Und zwar möchte die S-Bahn Köln nach München-Gladbach eine S-Bahn-Linie verlängern, welche weiß ich jetzt nicht so genau. Und nach Bettburg-Erft soll noch eine S-Bahn-Linie fahren. Deshalb wird da auch jetzt bald die Strecke wieder elektrifiziert. Der Vorteil ist daran, dass dann Richtung München-Gladbach und Richtung Bettburg auch ein 20-Minuten-Takt herrschen kann, wo bis Bettburg jetzt teilweise nur ein 60-Minuten-Takt herrscht, bis München-Gladbach teilweise nur ein 30-Minuten-Takt. Ich komme jetzt aber generell noch bis zur S-Bahn Rhein-Ruhr. Da gehört die S-Bahn Köln jetzt nicht zu. Hier sehen wir gerade eine Nordwestbahn in Richtung Borken bzw. Coesfeld. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich zeige euch jetzt noch Aufnahmen mit den Fahrzeugen. Vielleicht kann ich auch noch was zu sagen. Und zwar besitzt die S-Bahn Rhein-Ruhr die Baureihen 623 auf der S7 und auf der S28 fahren die 648 und auf den elektrifizierten Linien fahren die Baureihen 422. Und dann die Flirt-3-Züge von Abellio. Abellio setzt die Flirt-3-Züge ein. Und 1440er, die fahren auf der S5 und S8. Und wie ihr vielleicht schon bei der Dokumentation von den 422ern gesehen habt, habt ihr auch gesehen, dass es ja
und renovierte und nicht renovierte Züge gibt. Nicht renovierten Züge fahren auf den Linien S3 und S9 und die renovierten Züge fahren auf den, also die designten Züge, neu gemachten, renovierten Züge, sag ich jetzt mal, fahren auf den Linien S1 und S4. Auf der S68 fahren bis jetzt noch 420er. 420er sind die alten Züge mit den alten Türen. Aber die werden sehr wahrscheinlich auch bald durch 422 ersetzt, weil vorhin auf den Linien S2, S3 und S9 fahren jetzt die 943 Züge. Deshalb werden weniger 422er gebraucht, sodass sie bald auch auf die S68 können. 420er fuhren letztens auch noch auf der S1, aber seit dem Fahrplanwechsel besteht auch der 422er Bestand, so dass auch auf den Verstärkern der S1 422er fahren können, wo früher 420er gefahren sind. Insbesondere sind das die Streckenabschnitte, also die 4 Verstärker morgens von Solingen nach Düsseldorf-Wehrhahn und die 2 Verstärker abends von Düsseldorf-Wehrhahn nach Solingen. Und jetzt haben wir hier noch eine S6, die hier in Essen Hauptbahnhof endet, reinkommen, und ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen von Zügen der S-Bahn rein. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit diesem Video. Das sind jetzt die unmodernisierten 422er. Die habe ich an den 422er Dokumentationen nicht. Doch habe ich drauf bekommen, aber nicht so viele. Deshalb zeige ich euch das bei jetzt rechts. Daneben steht ein modernisierter 422er. Und hinten haben wir noch ein Flirt 3. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich wollte jetzt nicht so lange drauf filmen, weil ich jetzt keine anderen Leute drauf haben wollte. Ich glaube, die möchten es auch nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit diesem Video. Giving, receiving, changing, believing, holding them like a star.